So, liebe Freunde, jetzt ist mal wieder soweit, ein bisschen Elite zu spielen, donnerstags. Ich fliege wieder meine Standardroute. Die habe ich ja schon die letzten Male auch schon geflogen. Geht darum, quasi Müll zu transportieren. Im Endeffekt geht es darum, Missionen, Müllmissionen zu machen für die Factions. Dass ich hier endlich mal mir die Schiffe kaufen kann, die ich will. Gut. Dann schauen wir mal, was für Missionen im Angebot sind. Ist, glaube ich, alles leer. Genau. Das schaut schon gut aus. Das Schöne hier an dem System ist, man kann eigentlich blind Biomüllmission annehmen, weil ja, es geht immer ins gleiche System. Da braucht man gar nicht kontrollieren. Immer alles ins gleiche System. Okay, 5000 ist mal ein bisschen zu viel. Tierfleisch und Kaffee. Gut, das kann man auch machen. Das gibt es nämlich. Das gibt es nämlich bei den beim Ziel. Ist noch voll mit Müll. Und dann starten wir. Aber sagen wir 90 und 80%. Schauen wir mal, auf was wir das halt noch bringen.
Hat er sich verklickt, der Bur? Kaffee und Tierfleisch darf ich nicht vergessen. Ein bisschen schwer oder ein bisschen spät, würde ich sagen. Die Feindwarnung. Übrigens, für die, die es noch nicht wissen, rechts unten seht ihr die aktuelle Radioaktivität in meinem Wohnzimmer. Falls es irgendwen interessiert. Die Kohle. Wenn es keine Major Faction ist, dann nehme ich meistens die Kohle. Hier ist es wurscht. Ruf ist wichtig und Ruf ist überall das gleiche, deswegen Kohle. Hier ist das gleiche, Ruf ist überall. Das Gleiche.
Hier ist es nicht das gleiche, Match of Action. Und dann nehmen wir natürlich das hier. Okay, das war's. Jetzt sind nur noch Kaffee und Tierfleisch übrig, genau. Jetzt schauen wir noch, was wir hier eventuell haben. Ammunitionen. Nicht. 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 Okay. Da wollen wir eh hin. Schröder, wenn ich das ehrlich gesagt nicht hin. Das ist ja, ein bisschen zu viel. Gut. Tja, Freunde, so viel kann man mit Müll machen. 63 Einheiten haben, brauchen wir. Dann kaufen wir mehr, dann kaufen wir mal 100. Tierfleisch brauchen wir 28. Kaufen wir auch 100. Kaufen wir noch Tee, 200. Ups. Hier ist immer gut. Ah, der Restpapier voll. So, und dann starten wir wieder zurück. Was haben wir jetzt? 92 und 85. Naja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Schiff aus dem Wind drehen, aus dem Sonnenwind. Schon ein fetter Pott, das Ding, ey.
so manövrierfähig wie die Titanic wahrscheinlich. Aber dafür ist sie schneller. Die Topset 4. Here we go. Ja, die Feindwarnungen sind wirklich immer früh dran jetzt. Stranger-Tipp. Mysterious Stranger. Na komm schon. Und ist das alle Missionen? Ja. Da verklappt man den Rest. Wobei, Moment, da schauen wir erst nochmal, ob es vielleicht nicht noch interessant gibt. Was haben wir dabei? Kaffee, Bier, Tierfleisch, Tee.
20 Kaffee. Schade. Fisch. 30 Kaffee. Die haben wir. Ja, das rentiert sich immer wieder hier reinzuschauen. Aber jetzt habe ich nur noch 7 Kaffee. Wein? Wein haben wir nicht. Okay. Den Rest können wir jetzt verkloppen. Gut. Jetzt ist er wieder frei. Genau. So, dann nehmen wir mal wieder ein paar Müllmissionen. Fangen wir erstmal mit denen hier an. Den dicken Factions. Viele Missionen für mich. Was war denn das jetzt? Sachen machen. Wir haben noch frei. 100. Ja, das geht leider noch. 180. Kaffee können wir Ihnen liefern. Fisch, sechsundneunzig, neunzig und frei. Schade, schade, schade. Unruhe stiften. So, fertig sind wir.
Dann schauen wir mal, ob wir da heile zum Ziel kommen. Das ist schon Scheiße. Ich hasse es. Easy peasy. Also wie gesagt, rechts unten sitzt die Radioaktivität, die momentane Radioaktivität in meinem Wohnzimmer. Cool. Gemessen von einem selbst zusammengebauten Geigerzähler. Weil, wenn man im Weltraum unterwegs ist, muss man schon auf die Strahlung achten. Ist doch klar, oder? Danke für den Follow, Mac 60T. So, habe ich eigentlich kontrolliert, was ich jetzt für einen Stand habe? Nee, oder? Habe ich nicht. 92,85, okay. Dann schauen wir, ob sich der jetzt erhöht. Ja, das automatische Landen. Bei meinen ganzen anderen Schiffen habe ich das ausgebaut, aber bei dem Typ 9 lasse ich es drin. Weil das sehr angenehm ist, vor allem wenn man anderen das gleiche macht. Ja, ist schon ein bisschen grindy, aber mei. So ist es halt. Auf jeden Fall haben wir einen Sack voller Missionen, was sehr gut ist. Das meiste davon ist Biomüll. Jetzt ist er schon wieder an die, ich weiß nicht, der Autopilot. Der ist auch nicht der Beste. Der ist jetzt wieder an die Dings angerumpelt, an den Mailschlitz. Jawohl. So, dann machen wir erst einmal Kassa hier. Kassa, diese.
Da machen wir ihn her. Ja, grindy. Aber so ist es halt mal. Moment, falsch. Aber das kann man auch machen. Zwei, ne, Schröder machen wir nicht. Habe jetzt keinen Bock drauf. Nö, das. Oh ja, da machen wir auf jeden Fall den hier. Und hier machen wir den hier. Und da natürlich den hier. Ah, da freut sich das Herz. So. Ja. Müllabfuhr ist cool. Okay, das wischt. Da ist es Wurst. Da würde ich sagen, nehme ich dann doch eher die Kohle. Wobei Rufe, naja, scheißegal. Shit egal. Okay. War noch irgendwas dabei? Nö. MT, jawohl. Gut. Dann schauen wir mal, was haben wir denn noch für Missionen Richtung zurück? Nö, 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 nö. Ja, das war Schröder, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ist auch nichts dabei. Nö, dann kaufen wir bloß ein. Ach, Spann. So, wie viel brauchen wir hier? 24. Wein ist immer gut. 150. Fisch brauchen wir. 14, kaufen wir 100. Kaffee brauchen wir 118. Oh, naja, so viel brauchen wir dann nicht. Ah, 250. So, da haben wir noch Tee, da machen wir den Rest voll und fertig. So, was wir brauchen, haben wir alles. Hopefully. Wein, Fisch, Kaffee. Genau. Gut. Dann wieder Rolle rückwärts. Ich bin gern euer Verbündeter. Logisch. Schauen wir schnell auf die Stats. 97 und 100. Yes! Das heißt, der nächste Imperium Flottenrang ist incoming. Komm schon. Bouncer auf den Joystick-Knopf.
Der Mark 60T ist gar nicht mehr so einfach, Elite-Player zu finden. Vor allem Deutschsprechende. Oh ja, scheiß Piraten, ey. Bin immer wieder froh, wenn man wieder ein paar trifft. Was ist es denn für eine Anaconda? Bad. Es war klar. Das Ding hat auch eine Manövrierfähigkeit wie ein Panzer. Na komm schon, ich will nicht sterben. Muss nicht sterben, scheinbar. Komm schon, dreh dich, dreh dich. Ich sollte wahrscheinlich echt mal meine Düsenbiss verbessern. Was? Ach, Scheiße. Komm schon. Eieiei. So, Wolf. Und jetzt lasst mich bitte schon in Ruhe, okay? Ich mach nur meinen Job. Okay, cool. Die muss ich mir mal anschauen. Sabi Berlin und Elk van de Dijk. Cool. Ja, schau ich mal an. Bin ein Elite-Spieler der ersten Stunde. Damals schon auf dem C64. Boah, war das geil. Spiele ich heute übrigens immer noch. Weil ich in meinem Büro einen C64 funktionierend habe. Aber zu Elite Dangerous ist das natürlich kein Vergleich. Schon klar. Aber geil ist trotzdem. Und ich habe mir sogar auf eBay habe ich mir das Original gekauft für den C64. Gibt es immer noch. Kassette und Floppy habe ich. Elite Dangerous spiele ich jetzt. Ja, da war ich natürlich Badger, also damals, wo er halt die Kohle eingesammelt hat. Der David Braben war ich natürlich gleich dabei. Ich glaube, das war 2014, oder? Ende 2014 rausgekommen, das Spielchen. Na, wie viele Stunden habe ich jetzt da drauf? 643. Naja, so viel ist es gar nicht. Da kenne ich welche, die mehr haben. Deutlich mehr. Ah, ist auch schon wieder 6 Jahre her, fast. Krass, Zeit vergeht. Bin mal gespannt auf das neue Add-on mit den Space Legs. Bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt so super finde. Das Doppelte an der Stunde. Ja, leck mich am Arsch. Ja. Cool. Die letzte größere Aktion in Elite Dangerous war Anfang letzten Jahres. Distant World 2 habe ich mitgemacht. Beagle Point besucht. Das war cool. Das war echt cool. Aber es ist schon, oh, schon eine lange Zeit.
Ah, das ist schade. Im Schiff wäre es, glaube ich, cool. Ja, auf dem Planeten rumlaufen ist sicher auch cool. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Aber das wird bestimmt cool. Dann nehmen wir natürlich die Kohle mit. So, wie schaut's denn aus? Kohle nehmen wir, klar. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Ah, Scheiße, hier. Gut. Ich meine, ich wollte hier noch gucken, ob wir da noch irgendwelche Missionen haben, die wir schön servicen können. Was haben wir dabei? Kaffee, Wein, Fisch, Tee. Was? Ein Shooter-Part gibt's da auch? Okay. Ja, da bin ich auch skeptisch. Aber ich lasse mich gerne überraschen, angenehm. Natürlich nur angenehm überraschen. Haben wir das Gelumpe weg hier. Gut. Na, dann haben wir ihn wieder voll mit Müll. Zerstört die Factions, die dicken ab. Ja, wie gesagt, das ist echt schön. Man muss nicht auf die Dinger achten, auf die Ziele achten, weil es immer das Gleiche ist. Das nehmen wir auch mit. Ist da noch eine Major Faction? Nö. Und dann machen wir den Rest noch. Ja, 6000 ist mir ein bisschen zu viel. Also, ich Kacknoob. Haben wir schon alles. 180, wie viel haben wir noch frei? Naja, da geht ja noch einiges. Geht. Ja, 180 wird jetzt wirklich knapp. Jo, das geht nicht mehr. Also, wenn das dann alles jetzt in Elite kommt, dann ist Elite quasi die eierlegende Wollmilchsau, die Star Citizen schon immer sein wollte. Und wie hat das andere geheißen? No Man's Sky? Naja. So, machen wir den Rest mit Biomüll voll. Weil es wurscht ist. Wieder schön faul mit dem Autostart. Ah.
bin halt immer ein Freund von Spielen, die halt das, was sie machen sollen, gut machen. Und das ist bei Elite so. Das ist ein super Simulator, macht seine Sache gut. Und das ist das, was ich will. Ich weiß nicht, ob ich so viel Lust habe, dass ich dann da irgendwo rumlaufe und so weiter. Keine Ahnung. Muss man mal ausprobieren. Ich meine, was soll ich sagen? Das Exploren, das hat auch was Feines für sich gehabt. Du hast halt am Anfang hast du da wirklich neue Sachen entdeckt und da hast du ja auch das mit dieser Datenbank, was ich ganz, ganz cool gefunden habe. Das ist alles cool. Aber es stresst halt auf die Dauer irgendwann oder langweilt auf die Dauer, besser gesagt. Vor allem, wenn du das monatelang machen musst. Ich meine, aber das ist ja dann schon wieder cool, wenn du da monatelang rumfliegst. Das ist ja eigentlich schon wieder cool. Und sie haben eine echt schöne Urkunde dir zugeschickt dann danach, wo du Beagle Point erreicht hast. Also sie haben sich echt bemüht. Und meine ganzen Auszeichnungen hier, Gold, Silber und Bronze, stammen alle aus der Gruppe von Distant World 2. Ah, jetzt nerv mich bloß nicht hier, scheiß Piraten. Okay. Hallo? Bla bla blub. Haben wir gar keine Beförderungsmission bekommen, oder? War die da irgendwo mit dabei und ich habe sie übersehen? Naja, werden wir gleich sehen. Hello again. Tango Oscar Papa.
die Grafik ist schon gut. Schon ein Augenschmaus jedes Mal, wenn ich spiele. Wobei Star Citizen ja auch nicht schlecht sein soll. Aber ich muss sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, das wird niemals aus Beta rauskommen, wahrscheinlich. Ist es überhaupt schon Beta? Wahrscheinlich ist es noch in Alpha. Das ist echt. Aber ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich nie ausprobiert. Ich habe es runtergeladen irgendwann mal. Ich bin aber nie richtig zum Spielen gekommen. Da hat es mir so eine Probezeit gegeben, irgendwie so einen Monat umsonst spielen. Oder eine Woche umsonst spielen, ich weiß nicht mehr. Aber irgendwie ist es nicht dazu gekommen. Wer braucht schon Star Citizen, wenn er Elite hat, sage ich dann. So, dann nehmen wir die Kohle. Da ist eigentlich wurscht, würde ich sagen. Geld kann man immer brauchen. Dann nehmen wir noch gerne das Geld. Den Ruf mit. Okay. Haben wir noch irgendwas auf Lager? Ja, genau, Biomüll. Weg damit. Gut. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Interessantes für uns haben. Bier liefern. Ja, Matteo. Madison, meine ich. Das kann man tun. Versorgungsflotte. Jawohl, da ist sie ja. Sehr schön. Oh, kann man gleich nochmal machen. Interessant. Dann machen wir es ja zweimal. Spirituosen liefern. Ach Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wohin? Schröder! Fuck! Okay, egal. Ist gut. Bier, Bier, Wein, okay.
200. Was soll der Geiz? So, das ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, dass ich jetzt da zweimal hinfliegen muss, aber egal. So. Gut. In Schlange. Schön reingleiten hier in den Einflugkorridor. Ja, 10 Minuten werden wir schon hinkriegen. I try my best. Was haben wir jetzt? Fürst. Fürst haben wir jetzt. Also beim Captain wird auch das nächste. Was kommt noch? Fürst? Baron? Nein! Ja, ob du das noch da bremst, das wage ich zu bezweifeln. Okay, du bist ein cooler Computer-Autopilot. Du bist echt cool.
Okay, Computer, du bist doch nicht so cool. Money, money, money. Okay. Herschel Doc, ja. Ja, natürlich. Was haben wir denn hier an Bord? Biomüll, Spirituosen, okay. Biomüll, ach, das ist wahrscheinlich noch beim anderen. Ah, okay. Tee und Kaffee. Baronzimmer, jawohl, Baron. Das ist immer cool. Das heißt, ich kann jetzt endlich meine Dings kaufen, meine Karte, wenn ich will. Irgendwas habe ich denn hier dann noch offen? Alright. Verschnallt's mir erstmal den anderen Scheiß. Schon mal mitnehmen. Fisch, ja, ich glaube das. Nehmen wir es mit. Dann fliegen wir noch einmal hin und her. Und dann nehmen wir das ja noch mit. Unruhen niederschlagen mit dem Transport von 180 Einheiten Biomüll. Alles klar. Der mal so. Okay, kein Biomüll mehr, wirklich? Ja, da haben wir ja noch Biomüll. So, jetzt haben wir aber alles, oder? Gut. Dann fliegen wir noch zum anderen Kollegen hier. Hä?
Why? Okay, ich bin verwirrt. Biomüll. Okay, passt schon. Raus hier. Erlaubnis für das Summerland System. Cool. Baron. Jawohl. Orientiert sich das Grinden? Was nun? Donald Edwards. Ach so. Too close. Wer will jetzt hier schon wieder meinem Affenbrotbaum schütteln? Verdammt. Eine Anaconda. Na, come on. Müsst mich jetzt echt aus wegen Biomüll. Oder doch wegen meinen Spirituosen, du Lümmel. Na super. Alles nur, weil ich nicht lesen kann und die Scheißmission angenommen habe. Scheiße.
What a waste of time. So, dann machen wir schnell diese Mission noch abgeben hier. So, jetzt haben wir hier über Clear, oder? Nur noch. Genau. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier wenigstens noch ein paar Dinge absterben können. Tonnen, wie viel Platz habe ich noch? Locker. Es könnte doch sein, dass noch so kleinere Dinger da sind. Schauen wir mal. Alles voll mit Müll. Alles voll mit Müll.
Okay. Come on.
Heute noch. So, und jetzt sind wir Konteradmiral. Cool. Keine Ahnung, ob das jetzt klang für Korvette, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Genau, hier haben wir noch. Schauen wir noch, ob wir irgendwelche Missionen mitnehmen können. Gut, dann kaufen wir noch den Scheiß ein, den wir hier brauchen. Fahren gleich 100 ein. Genau, das war's. Den Rest machen wir hier voll. Gut, das wird jetzt die letzte Reise für heute. Schmarrn, da müssen wir ja. Das wird jetzt die letzte Reise. Konteradmiral, jawohl. Ach, die Piraten.
Freight Phantom. Ich will mir die Corvette kaufen. Das ist das Ziel von dem Ganzen hier. Und die Cutter, wenn es geht. Ich glaube, weiß nicht, ob Baron ausreicht. Aber das Schöne an der Route ist, dass du halt beides gleichzeitig machen kannst. Aber es ist halt ein bisschen monoton. Aber weißt du, ob der Konteradmiral reicht für die Corvette? Ich glaube schon, oder? So, letzte Tour. Nur wenn ich das Ding dann gekauft habe, habe ich keine Ahnung, was ich damit machen werde. Ja. Ich glaube, der Rear Admiral ist der Konteradmiral. Ich glaube, das passt. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Ding noch mache. Ach komm jetzt, wirklich? Das hat es jetzt noch gebraucht, oder? Auf die letzten paar Meter da. Himmel. Piu, piu. Ist, glaube ich, cooler. Aber Mining habe ich so richtig auch nie gemacht. Das ist vielleicht gar keine so dumme Idee. Platz genug müsste dann drin sein. In dem Schiffchen. Oh, 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 super. Punktlandung. Ich glaube, bei der Corvette kaufe ich mir auch einen Autolander. Ja, der Cutter, der wird mich auch ein bisschen anlachen. In Zweifelsohne ist er schöner. Aber der andere hat halt mehr was von so einem Star Destroyer. Echt? Obwohl es so ein Riesending ist. Naja, recht
viel weniger manövrierfähig als dieses Schiff, glaube ich, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja wie die Titanic kurz vorm Eisberg. Das Ruder ist zu klein. Wahrscheinlich. Bremsweg von 3 Kilometer ist doch super. Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall hat das Grinden jetzt endlich mal ein Ende hier. Und da suche ich mir jetzt ein paar schöne Builds raus. Ich glaube, ich werde mir zuerst die Korvette kaufen, weil die war eigentlich mein Ziel. Aber wie gesagt, der Cutter, den finde ich auch cool. So, Moment mal. Spirituosen. Wo waren jetzt die Spirituosen? Da sind sie. India. So, sind wir hier jetzt wieder sorgenfrei. Jawohl, passt. Was haben wir jetzt noch hier auf Halde? Hoppala, hier. Spirituosen, Tee, Fisch, Kaffee. Und, ups, kann das irgendeiner von euch Nasen brauchen? Tee? Genau, Tee habe ich nicht dabei. Doch, jawohl! Hier. Nimm es! Ich brauche es nicht. Ja. Nur Bares ist Wahres. Spiritosen? Scheiße, klang nicht. Naja, Rest verkloppen wir. So, Inventar ist leer, Jobs sind leer, passt. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Runde werde ich mir dann wahrscheinlich mein neues Schiffchen kaufen. Gut, also ich wünsche euch was und bleibt sauber und ja, bis die Tage. Pfiat euch, ciao.